So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara, Folge Nummer 7. Und ja, da sitzt die kleine Koa. Ich habe währenddessen, habe ich schon mal ein bisschen gefarmt. Das bedeutet, ich habe hier ein bisschen, mich ein bisschen vorbereitet, habe mal ja, so ein paar Sachen abgeerntet und benutzt, solche Sachen einfach. Und bevor wir jetzt wieder mal in die Stadt gehen und mal mit den Quests weitermachen, und dementsprechend werden wir uns für den für die Stadt so ein bisschen vorbereiten für unseren Trip. Und ja, ansonsten gibt's ein paar News, wo halt was geupdatet werden soll. Mit vielen stimme ich überein. Der Publisher hat gesagt, er will jetzt die Steuerung ein bisschen verbessern. Er will das Spiel noch ein bisschen optimieren. Er will die Möglichkeit geben, Spielstände auch zu löschen. Und eventuell, wenn ich das richtig verstanden habe, will er auch die Möglichkeit geben, mehrere Spielstände einzusetzen. Das wäre super. Ein Spielerwunsch übrigens, kleine News, war auch, dass man in den Städten oder so später dann anfangen kann, auch Sachen einzurichten, dass man zum Beispiel hier so ein, wie in dem Häuschen, dass man da Sachen craften kann. Dazu muss ich allerdings gestehen, ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich persönlich zu diesen ganzen Updates stehen soll. Und das mit den mehreren Spielständen finde ich super. Das mit der Möglichkeit, den einen oder anderen Spielstand auch dann zu löschen, wäre natürlich optimal. Das ist okay. Das Einzige, wo ich halt noch so ein bisschen selbst noch nicht so ganz sicher bin, ist, wie ich das halten soll, dass man zum Beispiel jetzt auch so Sachen wie Werkstatt und so ein Kram, was man im Haus hat, dass man die auch in der Stadt und auf anderen Inseln haben kann. Das macht so ein bisschen kaputt, finde ich, sage ich ganz ehrlich. Liegt aber auch so ein bisschen an meiner Persönlichkeit. Und zwar, ich zum Beispiel mag es halt extrem, hier einfach mal mich ein bisschen vorzubereiten und nicht planlos durch die Stadt zu laufen und zu wissen, okay, ich habe zwar ganz viele Materialien, muss aber, wenn ich was verkaufen will, kann ich es auch woanders craften. Von daher hält sich das in Grenzen, was das angeht. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache es so wie im Let's Play Spirit of the North, dass ich hier einfach anfange aufzunehmen und mir das dann später dann einfach zurechtschnippel. Und ja, ansonsten würde ich ganz gerne, wie gesagt, heute in der Stadt weitermachen. Auf der Insel habe ich jetzt offscreen, also außerhalb des Videos, lange genug rumgeeiert. Aber ich möchte natürlich meine Orangen noch mitnehmen. Äpfel habe ich genug, zu essen habe ich auch genug. So, das passt, 12 Uhr. Das sollte gehen. Dann gehe ich mal in die Stadt. Ich will erstmal gucken, was wir machen müssen. Wir müssen mit Edigan, dem Bankier, sprechen, um mir Tinte zu besorgen. Das läuft ganz gut. Dann müssen wir nach Modellbooten. Wir müssen Aquila nach Modellbooten anfragen. Ansonsten bringe Noho eine gebacken Silber. Soweit sind wir ja noch nicht. Bringe Onzo ein paar Sonnenblumen. Und bringe die Pilzsuppe zu Pilli und Milli. Das haben wir ja alles. Habe ich jetzt Sonnenblumen? Ja, ich habe noch genug Sonnenblumen, okay. Boah, gut, ich dachte, ich hätte die jetzt wieder aus Versehen verkauft. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Na gut. Dann wollen wir mal. Die Insel ist versorgt. Soweit habe ich ja alles schon vorbereitet. Von daher müssten wir eigentlich nur noch nach Quelis. Um dort einfach mal etwas weiterzumachen. Um auch mal mit der Geschichte ein bisschen voranzukommen. Ich wurde auch schon ein paar Mal angeschrieben über die ein oder andere Quest, wie das dann weitergeht. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch keine Ahnung davon, weil ich das Spiel ja genauso unbekannt spiele wie die meisten. Nur da man nur einen Spielstand haben kann, kann ich natürlich das, was man auf Video sieht, also im Let's Play hier,
nicht weiterspielen. Das bedeutet, ich kann nicht einfach offscreen weiterspielen und irgendwie halt, ja, kann dann halt auch nicht einfach so jetzt offscreen weiterspielen und diese Quests dann irgendwie auswendig kennen. Ich habe das Spiel halt noch nicht durch. So. Wir müssen nach, wir müssen zu den Marktfrauen. Und vor allem ist da auch der, unser Mentor sozusagen. Dem müssen wir jetzt noch ein paar, ah, da können wir zwei Quests, ich würde sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Können wir theoretisch auch. Das bedeutet, wir können zwei Aufgaben zeitgleich oder relativ zeitnah beenden. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die finde. Warte mal, hier am Wal, da kann man sich gut orientieren. Na, mittlerweile habe ich die Orientierung in der Stadt auch so ein bisschen drin. Das ist wesentlich einfacher, als irgendwie in der Karte zu sehen, weil man hier immer noch nicht so sieht, wo man selbst rumsteht. Von daher, jo. Gut, wollen wir mal sprechen. Ah, du kaufst mir ein paar Sachen ab. Aber ich habe genug Geld. Von daher macht das alles nichts. Ich habe etwas Tolles zu essen für euch drei. Das ist Pilzsuppe. Igitt, wie kannst du es wagen, uns dieses Gericht zu bringen? Noah hat mir gesagt, der Alte hat wohl seinen Verstand verloren. Ich habe Angst. Koa, bring dieses scheußliche Gericht fort von hier. Und bring das hier zu Noah. Ich bin mir sicher, er wird sich erfreuen. Nein, es reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen zwischen euch und Noah. Ich mache nicht mehr mit bei euren Spielchen. Gut, super. Hast du aber recht, da hast du vollkommen recht, Koa. Wenn die da irgendwie sich den einen oder anderen ärgern wollen, dann sollen die das ruhig machen, aber dann bitte nicht mit uns. Ich liebe Sonnenblumenkerne. Bitteschön. Und so. Koa, in meinem Tagebuch steht nichts über Kürbisse. Ich weiß rein gar nichts über Kürbisse, nicht einmal wie sie aussehen. Aber ich habe hier ein paar Samen. Gut, dann züchte ich ein paar Kürbisse für dich. Okay. Super. Habe ich aber schon. Vorbereitung. Juhu. Ich sehe, dass du mir ein paar Kürbisse mitgebracht hast. Die sind ja riesig. Ich dachte, sie wären nicht größer als ein Pfirsich. Ich werde etwas darüber in mein Tagebuch vermerken. Wer auch immer mein Tagebuch in Zukunft liest, wird wissen, dass sie sich an dich wenden sollten. Der große Kürbis, Koa, Abenteurerin und menschliches Mädchen, kann sämtliche Fragen dazu beantworten. Supi. Falls also jemand in Zukunft ein Tagebuch liest, wird er oder sie nach mir suchen? So etwas in der Art. Und ich werde eine alte Frau sein. Ich bin mir sicher, dass du eine großartige Frau sein wirst. Yay, supi. Wunderbar. So, wir müssen jetzt noch mit Caleb sprechen. Und dann passt das schon. Kind, kauf etwas oder mach dich vom Acker. Okay, ja, die sind irgendwie, die Marktdamen sind alle irgendwie nicht so, die sind alle so ein bisschen unfreundlich, habe ich das Gefühl. Die sind nicht nett. Ne, Hundi. Jo, wer ist ein braver Hundi? Du bist ein braver Hundi. So, wir müssen zur Bank. Die Bank ist hier. Na gut, dann wollen wir mal losrennen. Ich glaube, es ist besser. Schloss nur geöffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Okay, das muss ich am nächsten Tag machen. Ich nehme an, dass ich das bis 18 Uhr auch nicht schaffen werde. Bis ich bei... wie heißt, bis ich dort beim... Na, wie heißt der? Bei Aquila angekommen bin. Na gut, will ich hier nochmal mit dem Bram sprechen? Hm? Komm vorbei, wenn du eins meiner Gerichte probieren möchtest. Brrr, alles klar, mache ich. So, hier liegt noch Strandzeug. Hier gibt es noch was zum Recyceln. Es ist 18 Uhr. Kann ich eigentlich mal im Boot übernachten, weil so viel Energie habe ich jetzt auch nicht verloren. Aber hier gibt es noch, Köder zum Einsammeln. Supi. So. Beeil dich bitte. Ach so, stimmt. Da war ja was. Verschwinde, Koa. Mit jeder Sekunde die... Oh, komm schon. Ah, ich habe keine Köder. Schade. Na, super. Okay, dann will ich mal hier im Boot eine Runde schlafen. So, wunderbar.
das Boot verlassen. Habe ich mich jetzt wirklich kaum erholt? Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen komisch. Also, dass man sich mittlerweile gar nicht mehr erholt oder kaum noch, das ist ein bisschen komisch. Das finde ich nicht nett. Na gut. Dann werde ich beim nächsten Mal einfach im Hotel übernachten. So, es ist auch schon 9 Uhr. Das ist super. Dann können wir schnell zum Edegan rüberrennen. Den hätte man einen anderen Namen geben können. Ich finde den Namen überhaupt nicht passend. Na gut. So, eintreten. Herr Edegan, wie kann es nur sein, dass die ärmste Person der Insel immer zu mir kommt? Ich bin arm? Laut meiner Berechnung, ja. Ich brauche Tinte, um eine Karte zu zeichnen. Manieren. Bitte, Herr Edegan, kannst du mir bitte Tinte geben, damit ich eine Karte zeichnen kann? Bitte. Nein. Aber ich habe doch ganz höflich gefragt. Ja gut, ich gebe dir aber nichts kostenlos. Nur ein fairer Tausch ist ein guter Tausch. Das weiß doch wirklich jeder. Ich glaube nicht, dass ein Tausch so funktioniert. Hör zu. Wenn du mir einen Gefallen tust, gebe ich dir die Tinte, in Ordnung? Okay. Bitte rede mit den Frauen am Markt. Sie schulden mir Geld für ein paar Aufträge. Nichts, was du begreifen würdest. Frage sie einfach nach meinem Geld. Das ist alles. Warum fragst du sie nicht selbst, Herr Edegan? Ich bin sehr beschäftigt. Verstehst du? Ich glaube ja. Okay, dann müssen wir dem also... Warte mal, ich muss sowieso nochmal zu dieser Villa. Ich glaube, die Marktfrauen wollen mir das Geld nicht geben, weil er sich das wahrscheinlich nicht verdient hat. Und die werden ihn wahrscheinlich vom Markt vertreiben, weil er nicht nett ist. Und deswegen schickt er die kleine Koa, damit er sich wahrscheinlich nicht der Frage stellen muss, warum er so eklig ist. Na gut. Da der auch... Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute in der Stadt hier sind alle nicht so nett. Ich gucke mich hier einfach mal auf dem Grundstück um. Vielleicht kann ich noch ein paar Blumen mitnehmen. Bei den Sachen, die der Aristokrat irgendwie haben will. Und die Preise, die der hat, die sind recht teuer. Macht man normalerweise nicht, fremde Blumen pflücken, aber... Handel. Papier, Fernglas, Libelle. Ah, Libelle kann ich mal von ihm kaufen. Will er irgendwas haben? Brombeersaft. Kann er natürlich gerne komplett haben. Du schon wieder? Kalb hat mich geschickt. Ah, ich verstehe. Was brauchst du? Er möchte ein Modellboot haben. Bist du sicher, dass er nichts anderes möchte? Ja, ich bin mir sicher. Wahrscheinlich weißt du das nicht, aber Kalb ist sehr reich. Wirklich, wirklich reich. Nuho und er haben auf ihren gemeinsamen Reisen ein Vermögen gemacht. Sie waren wirklich gute Kaufleute. Wirklich? Sie sehen gar nicht so aus. Hier, nimm dieses Modellboot. Es ist nicht allzu wertvoll, aber ich bin mir sicher, dass es ihm gefallen wird. Vielen Dank. Oh, ist doch ganz nett. Ich hätte jetzt gedacht, dass er mir nochmal 1000 oder so abknüpft dafür, aber ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht. Trotzdem muss ich sagen, der Edegan ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ich mag den nicht so. Es liegt nicht am Namen, sondern liegt einfach daran, dass er immer nur Kohle will und irgendwie... ich weiß nicht, der ist ein bisschen unsympathisch, der Typ. Die Marktfrauen sind aber auch ziemlich gemein, finde ich. Na gut, dann renne ich jetzt nochmal zu den Damen. Und im gleichen Zug renne ich dann nochmal zu... Okay, laufe ich nochmal zu Kalb. So, die wollen ein paar Sachen haben. Paprika. Nee, die Sachen, die behalte ich jetzt einfach mal. Ich muss ja nicht alles verkaufen. Geld habe ich ja mehr als genug. Na gut, okay. Hallo, Entschuldigung. Hallo, mein Kind. Was möchtest du? Herr Edegan hat mir erzählt, dass sie ihm Geld schuldet. Was für ein Feigling. Schickt einfach ein Kind vor für seine dubiosen Geschäfte. Sag ihm, wir haben sein Geld nicht. Wenn er es will, soll er selbst herkommen. Er bringt Schande über alle... Was? Quidos. Und was soll ich jetzt machen? Hör zu, wir kaufen und verkaufen. Bring uns von allem ein wenig. Je umfassender, desto besser. Mit dem Geld, das du durch deine Verkäufe an uns verdienst, wirst du gewiss unsere Schulden bezahlen können. Aber... Verdiene das Geld, kehre zur Bank zurück. Oh, kehre zur Bank zurück und bezahle die Schulden der Marktfrauen. Och Mann.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie die Core alle so ein bisschen ausnutzen. Das ist gar nicht nett. Naja. Aber was bleibt uns anderes übrig? Ich meine, Geld haben wir ja genug. Das ist jetzt nicht so das Problem. Da will ich jetzt selbst auch nicht knauserig sein, aber es ist trotzdem nicht nett. Hallo, meine Kleine, hast du mein Geld? Ja, aber es ist nicht das Geld, das dir die Frauen schulden. Wie? Hast du es nun oder nicht? Ja, aber es ist mein Geld. Dann, wenn ich es dir gebe, bekomme ich die Tinte von dir? Die Frauen haben dir also kein Geld gegeben. Sie wollten es mir nicht geben. Sie sagen, du bist eine Schande und ein Feigling. Das mag sein, aber das heißt nicht, dass sie mir kein Geld mehr schulden. Bist du auch mit meinem Geld zufrieden? Ich schätze, das ginge auch. Aber sei vorsichtig mit diesen Frauen. Aber sie sind sehr nett. Verglichen mit anderen. Was willst du damit sagen? Ich muss leider gehen. Akzeptieren. Bringen das Papier und die Tinte zu Saimi, damit sie eine Karte von Mara zeichnen kann. Oh, super. Na gut. Muss aber trotzdem sagen, finde ich alles trotzdem nicht nett. So. Wir sind beide nicht so wirklich nett, muss ich gestehen. Von daher ist das einfach so der Fall. Das muss man einfach so sehen. Also die Damen sind jetzt auch nicht unbedingt die Liebsten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Spreche mit Napopo für den nächsten Auftrag. Aha. Spreche mit Pili für den nächsten Auftrag. Okay. Koa, wir haben nachgedacht und wir glauben, dass wir nicht sehr fair zu dir waren. Aha. Was meinst du? Unsere Schulden. Wir wissen, dass du sie bezahlt hast. Das stimmt. Hier, das ist ein Geschenk von uns. Was ist das? Ein Sack Dünger. Du kannst damit deine Pflanzen düngen. Oder du kannst ihn Edegan geben. Er wird ihn nützlich finden. Hm, danke. Na okay. Bringe Edegan einen Sack Dünger. Na okay, na gut. Die haben es wenigstens noch eingesehen, dass sie nicht nett waren. So, jetzt will ich nochmal hier runter. Hier liegt wieder Müll. Das ist gar nicht nett. Verschwinde, Chor. Mit jeder Sekunde, die du hier rumstehst, verliere ich Geld. Ach so, mit dem muss ich sprechen. Aquila hat mir dieses Modellboot gegeben. Es ist wirklich hübsch, danke. Gern geschehen. Wollte er Geld dafür haben? Jetzt, wo du sagst, nein, wollte er nicht. Aha. Denkst du drüber nach, ihn nicht zu bezahlen? Ich habe ihm vor einigen Jahren Geld geliehen. Und zwar genug Geld, um die Kosten für alle Modellboote zu decken, die man je kaufen könnte. Oh, wow. Das ist der längste Satz, den ich je von dir gehört habe. Ja, ja. Na gut. Oh, Oktopus-Rucksack. Oktopus-Rucksack. Den will ich sehen. Materialien. Yay, Octoblockto. Supi. Auch schön. So, bringe das Papier und die Tinte zu Saimi. Spreche mit Caleb für den nächsten Auftrag. Und Napopo. Okay. So, die Frage ist, wo ist jetzt die Napopo? Koa, Edegan bekommt noch etwas Geld von mir. Kannst du es für mich zu ihm bringen? Natürlich, ich kümmere mich drum. Du kannst dir sicher sein, dass ich keinen Pfennig davon stehle. Das weiß ich. Das war ein Witz. Schon klar. Ha, also der vertraut uns. Der ist lieb. Der ist lieb. Den haben wir gern. Der kommt auf die Freundesliste. Auf jeden Fall. Die Matfon werden auch zunehmend sympathischer. So, jetzt muss ich nur gucken, wo die Napopo ist. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Schaffe ich das bis 17 Uhr noch zu Caleb, zu Edegan zu kommen? Ich hoffe es. Supi. Geschlossen, du. Ah, 9:15 Uhr. Das sind ja mal schöne Arbeitszeiten. Hätte ich auch gern. Na gut. Wir müssen zu Saimi und zu Napopo. Die Napopo können wir hier oben finden. Das ist ja dann auch soweit kein Problem. Die läuft uns ja nicht weg. Hier nochmal eine Beere mitgenommen. Ich sollte mehr Fruchtsäfte und so ein Kram tragen, essen und trinken. Ich glaube, das ist für den Energiehaushalt wesentlich angenehmer,
Oder ich sollte vielleicht nicht so die ganze Zeit durchrennen. Ich glaube, das verbraucht auch extrem viel Energie. Napopo! Napopo, würdest du gerne mehr Farben haben? Yay, okay. Lass uns zum Markt gehen und dort nachfragen. Oder vielleicht können wir auch Noho fragen. Lass mich nachdenken. Okay, Wachsmalstifte. Besorge mehr Farbe für Napopo. Frage auf dem Markt oder in Nohos Laden nach. Super. Supi. Das freut mich. Jetzt gehe ich zu Saimi. Hase, Hase, ich hab dich. Och Mann, die Hasen wollen keine Freundschaft mit uns schließen. So, warte mal. Wir sind bei Aquila. Okay, dann müssen wir nach links. Das bedeutet, der Leuchtturm ist hier. Okay. Ah, ich darf nicht vergessen, noch etwas Holz und, wie heißt es, Holz und Sachen wie Steine zu verkaufen, weil von denen habe ich nämlich auch einen Stack voll. Also hier 99 im Inventar. Das bedeutet, mehr kann ich auch nicht anbauen. Und da muss ich erstmal wieder Platz schaffen. Für die Zeit, die ich auf der Insel verbringen werde, wenn ich mich wieder ein bisschen vorbereite. Dann kann ich nämlich diesen ganzen, die ganzen Erze hier auch ein bisschen abbauen. Ah, du willst diese Muscheln haben. Oh, das ist super. Da kann ich dir eigentlich schon gleich wieder ein bisschen Geld machen. So, ich denke mal... Ja, von den Blumen kann ich dir auch die Hälfte geben. Oh, du hast ja schon alles. Ist mal nicht leicht. Das tut mir leid, mein Kind. Ich traue mich nicht, mit den Leuten in der Stadt zu reden. Warum? Manche haben Guidos Angst, obwohl ihre Angst keinen Sinn ergibt. Manchmal haben Guidos Angst, obwohl ihre Angst keinen Sinn ergibt. Angst hält uns davon ab, die Dinge zu tun, die wir am liebsten mögen. Es gibt Tage, an denen es schon ein großer Erfolg ist, morgens aufzustehen. Das ist schon in Ordnung. Eines Tages werden wir bestimmt zusammen Muscheln sammeln. Das würde mir gefallen. Kannst du jetzt die Karte zeichnen? Natürlich. Aber es wird etwas dauern, bis ich fertig bin. Könntest du mir in der Zwischenzeit einen Gefallen tun? Natürlich. Es gibt da ein freches Katzenkind, das im Restaurant der Insel arbeitet. Sie heißt Mayo. Sie spielt mir ständig Telefonstreiche. Wenn du dagegen etwas tun könntest, überlass das mir. Ich werde es ihr schon zeigen. Koa, vergiss bitte nicht deine guten Manieren. Ja, ja. Bitte und danke. Super. Geh zum Restaurant von Quelles und frage nach dem Katzenkind namens Mayo. Na dann. Da bin ich mal gespannt. So, Hoppelhase. Jetzt muss ich aber wieder zurück. Ah, weißt du was? Ich gehe ins Hotel. Da erhole ich mich auch wesentlich besser. Und dann ist der Tag heute auch schon wieder vorbei. Das ist doch super. Und die Folge ist dann auch schon wieder vorbei. Denn wir sind dann auch wieder bei 21. Ein bisschen länger, muss ich gestehen. Ich habe ja den, meine Stoppuhr etwas später gestellt. Und von daher kann ich gar nicht genau sagen. Meine Stoppuhr zeigt jetzt 21 Minuten an, aber es müssten dann 23 bis 24 Minuten sein. So in etwa. So, ein bisschen was wiederverwerten, das ist immer gut. Und jetzt gehe ich doch mal ins Hotel. Ich meine, die Koa ist ja jetzt nicht mehr arm. Die haben ja jetzt genug Geld gesammelt. Hier ist das Hotel. Naja, für 40 Goldstücke ist das okay. So, und dann würde ich sagen, macht's gut, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Sommer in Mara. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Man sieht sich. Macht's gut. Ciao.